Im letzten Video habe ich darüber gesprochen, wie man sein SubNZB betreiben kann. Wir haben dort festgestellt, dass es im Grunde drei Möglichkeiten gibt. Zum einen kann ich eine lokale Installation benutzen, ich kann das Ganze im Heimnetz laufen lassen und ich kann das Ganze im Internet laufen lassen. Wir schauen uns in diesem Video beispielhaft die Konfigurationen an und was man dort aus Sicherheitsperspektive beachten soll. Das ist jetzt kein Déjà-vu mit dem alten Video. Wir schauen uns jetzt ganz konkret an, welche Sicherheitseinstellungen gesetzt werden müssen und ich führe euch Schritt für Schritt durch die Konfiguration. Los geht's nach dem Intro. Beginnen wir mal mit der einfachsten Option der lokalen Installation. Dazu habe ich hier unten SubNZBD offen. Das kann man hier an diesem gelben Häkchen erkennen. Das heißt, SubNZBD läuft bei mir auf meinem lokalen PC. Ich kann den über den Browser aufrufen und dazu muss ich hier oben die Localhost IP eingeben. Es müsste genauso gehen, wenn ich hier einfach Localhost eingebe. Das ist quasi das Äquivalent zu dieser 127.0.0.1. Was ist jetzt hier aus Sicherheitsperspektive zu beachten? Das Gute ist eigentlich nichts. Wenn ich die Standardkonfiguration von SubNZBD übernehme, bin ich hier auf der sicheren Seite. Wie finde ich die? Ich gehe hier oben auf dieses Einstellungszahnrad und gehe hier oben auf Allgemein. Und hier oben ist für uns nur dieser erste Block interessant, wenn wir von einer lokalen Installation sprechen. Hier oben muss also die 127.0.0.1 stehen. Steht hier was anderes, kann das dazu führen, dass Zugriffe aus dem Heimnetz möglich sind. Zum Beispiel 4x die 0. Der Port ist auch für die Sicherheit jetzt erstmal nicht relevant, solange das nur lokal läuft. HTTPS ist die Transportverschlüsselung, das heißt, hier werden zum Beispiel Zugangsdaten verschlüsselt oder alles, was über die Netzwerkleitung läuft. Da ich ja nur lokale Zugriffe mache, ist das hier irrelevant. Dann brauche ich also keine Transportverschlüsselung. Brauche ich Benutzername und Passwort? Naja, das bräuchte ich nur, wenn jemand anderes zum Beispiel den Computer mitbenutzt. Dann könnte ich mir überlegen, ob ich hier Benutzername und Passwort setze, um das Ganze etwas sicherer zu machen. Wie mache ich das? Muss ich dann Haken setzen? Nee, ich kann hier einfach meinen Benutzernamen eintragen und kann hier ein Passwort eintragen. Genau. Also sobald hier was eingetragen ist, würde das quasi ziehen. Das können wir ja gleich mal probieren. Ich gehe mal hier auf Änderungen speichern. Und jetzt startet SubNZBD neu und würde von mir jetzt eine Passwortanmeldung verlangen. Nur ein kleiner Hinweis, wenn ich das lokal mache, ist das Passwort lokal im Klartext gespeichert. Und zwar hier im Pfad des Benutzers appdata-local-subnzbd. Dort finde ich die INI-Datei, dort werden meine ganzen Konfigurationen gespeichert und hier finde ich dann sowohl Benutzername und Passwort. Das bitte im Hinterkopf behalten. Wenn du also hier ein Passwort verwendest, das du auch auf anderen Webseiten verwendest, setzt du dich damit der Gefahr aus, dass das jemand auslesen könnte. Kommen wir zur Konfiguration Nummer 2. Jetzt kann ich das Ganze auch im Heimnetz betreiben. Dazu bin ich mal auf meinem Server per SSH eingeloggt. Also das ist ein Ubuntu-Server, das ist ungefähr vergleichbar mit einem Raspberry Pi. Auf dem könnte ich ja SubNZBD auch laufen lassen. Da würde ich aber von anderen Geräten darauf zugreifen können. Das heißt von meinem Smartphone zum Beispiel oder von allen PCs, die bei mir im Heimnetz, im WLAN oder per Ethernet mit dem Router verbunden sind. Ich starte einmal SubNZBD und jetzt steht jetzt hier der Hinweis, Browser ausführen und das hier eingeben. Das zählt natürlich nur dann, wenn ich mich auch auf dem Server bewege. Hier bin ich ja auf meiner lokalen Kiste. Und wenn ich hier das eingebe, komme ich auf eine andere SubNZBD-Instanz, nämlich meine, die lokal läuft. Da ich aber auf den Server will, naja, muss ich halt die IP-Adresse des Servers eingeben. Wie finde ich die raus? Ich breche das Ganze hier nochmal ab, gebe hier einfach mal ifconfig ein und hier sehe ich dann die lokale IP-Adresse des Servers. Die kann ich also einmal verwenden für SubNZBD plus aus. Port haben wir 8080, das heißt IP eingeben, Doppelpunkt 8080, Enter. Und da wird nicht viel passieren, denn hier haben wir genau den Effekt, dass in der Standardkonfiguration keine Zugriffe von außen zugelassen werden.
Mein Server ist ja eine separate Kiste oder ein separates System und in der Standardkonfiguration lässt SAP NZBD von anderen Geräten, also von meinem lokalen Windows-PC, keine Zugriffe zu. Das ändern wir jetzt, indem ich das hier mit STRG-C einmal abbreche. Und wo ändere ich das? Ja, kann ich genau hier sehen. Wir hatten ja vorhin schon die SAP NZBD INI offen und genau die müssen wir uns jetzt wieder anschauen. Ich nehme hier den Texteditor VI und hier sehe ich jetzt, dass der Host 127.0.0.1 steht. Und genau das wollte ich ja ändern. Hier muss ich jetzt 4 Nullen reinschreiben. Dazu gehe ich in den Insert Mode und hier Replace und setze das Ganze auf 0.0.0. So, wieder abspeichern. Und jetzt versuchen wir das Ganze nochmal zu starten. Jetzt erzählt mir hier wieder das Gleiche, aber wir versuchen hier nochmal neu zu laden. Und tatsächlich, jetzt ist der Zugriff erlaubt. Was du hier oben schon sehen kannst, ist, wir haben kein HTTPS aktiv. So, ich würde mal sagen, wir starten den Wizard. Können wir mal auf Deutsch machen. So, Start Wizard. So, ich habe am Server einfach mal Quatsch eingegeben. Das müssen wir jetzt nicht unbedingt gleich konfigurieren. Hier oben sieht man schon mal die URLs, also das ist der DNS-Name im Heimnetz, der funktioniert nicht immer, das kommt so ein bisschen auf den Router an, können wir mal probieren, aber ich vermute, der geht sogar, interessant, okay, hätte jetzt gedacht, das funktioniert nicht. Ganz sicher ist immer die IP-Adresse und am besten ist natürlich, wenn der eine feste IP-Adresse im Heimnetz hat. Ich gehe wieder, genau wie vorhin, hier oben auf das Zahnrad und gehe hier auf Allgemein. Das habe ich ja jetzt geändert in der Konfigurationsdatei und entsprechend sehe ich das auch hier. Diese vier Nullen bedeuten, ich kann jetzt von allen Geräten im Heimnetz darauf zugreifen. Der SAP NZBD Port ist 8080, das ist auch völlig okay. Hier gibt es einen Tooltip und hier steht genau das auch nochmal, dass man halt von allen Geräten darauf zugreifen kann. Wenn ich jetzt also im Heimnetz bin, dann sollte ich das ein bisschen besser absichern. Ich würde jetzt hier einen Benutzernamen tatsächlich eintragen und ein sicheres Passwort. Man könnte jetzt noch hier diese Liste der lokalen Netzwerkadressbereiche eingrenzen, davon würde ich aber absehen, da ja der Router die Firewall ist und eigentlich alle Zugriffe von außen abhalten sollte. Das würde ich mal leer lassen und mich darauf verlassen, dass der Router von außen die Zugriffe blockt. Heimnetz merken wir uns, da setzen wir ein Passwort und einen Nutzernamen. Auf jeden Fall, keine Diskussion, weil hier können mehrere Geräte zugreifen. Ich weiß nicht, wer bei mir noch alles im Heimnetz rumkreucht und fleucht. Im Heimnetz habe ich ja auch Geräte wie zum Beispiel den Fire TV Stick und alle möglichen anderen Geräte. Wenn die einmal befallen sind, dann habe ich quasi auch meine Instanz hier offen rumstehen im Heimnetz und das wollen wir ja nicht. Deshalb immer die aktuelle Version benutzen und hier darauf achten, dass das Ganze abgesichert ist. HTTPS würde ich tatsächlich im Heimnetz nicht aktivieren. Das kann man machen, da muss ich dann aber immer im Browser gucken, dass der das Zertifikat akzeptiert, weil ich im Heimnetz kein generell gültiges Zertifikat erzeugen kann. Das geht nur mit Self-Sign-Zertifikaten und ich würde das als Overkill empfinden, wenn ich hier Arbeit reinstecke. Du darfst da aber auch gern anderer Meinung sein, kannst mir das gerne in die Kommentare schreiben. Man muss halt hier beachten, dass ja auch Smartphones vielleicht auf die Benutzeroberfläche zugreifen. Deshalb ja, wird das ganz schön frickelig mit den SSL-Zertifikaten im Heimnetz. Da haben wir das mal geklärt, was man jetzt noch so optional machen könnte. Ich könnte jetzt hier den Port ändern, einfach um ein bisschen Verwirrung zu stiften, falls es Angriffe gibt. 8080 ist halt ein Standardport, der bei Angriffen immer wieder angefragt wird. Könnte man jetzt irgendwas anderes machen, fürs Heimnetz vielleicht ein bisschen too much. Passwort setzen sollte man aber auf jeden Fall. Und hier gilt auch wieder, das Passwort wird im Klartext gespeichert, deshalb nehmt hier ein generiertes und ein Passwort, das ihr nirgendwo anders verwendet habt. Damit haben wir jetzt die Konfiguration im Heimnetz besprochen. Also aus Sicherheitsperspektive Benutzernamen und Passwort setzen. Was machen wir jetzt aber, wenn wir das Ganze im Internet aufrufen wollen? Jetzt könnte ich ja diesen Port 8080 freischalten in meinem Router. Davon würde ich aber abraten. Das ist generell überhaupt keine gute Idee, mit relativ hohem Aufwand verbunden und die Gefahr, dass man sich da was einfängt, ist auch relativ hoch. Und vor allem, dass man da was falsch macht dabei. Deshalb, wenn wir das Ganze im Internet betreiben wollen, würde ich mich auf einen anderen Anbieter verlassen, der weiß, was er tut. Einer dieser Anbieter ist DD Seedbox.
Das ist eigentlich ein Seedbox-Anbieter, den man so aus dem Torrent-Bereich kennt. Und was wird da klassischerweise gemacht? Na, da wird eine Torrent-Software installiert und auf die kann ich dann mit einem Web-Interface zugreifen. Ja, aber da kann ich natürlich auch irgendeine andere Software installieren. Ich muss mir halt einen Seedbox-Anbieter raussuchen, der mir auch SubNZBD installiert. DD Seedbox macht das. Affiliate-Link natürlich in der Videobeschreibung. Freue ich mich natürlich, wenn du den benutzt. Und wir sehen hier eine Liste möglicher Softwareinstallationen. Und wer im Usenet unterwegs ist, der hat vielleicht einige davon schon gehört. Zum Beispiel hier unten NZBGet, Radar und CouchPotato. Wichtig für uns, SubNZBD. Ich klicke hier einmal auf Install und warte mal, bis das Ganze installiert ist. Und dann gehe ich mit euch auch hier die Konfiguration durch und vor allem auch das, was DD Seedbox für euch schon erledigt hat und was ihr nicht mehr machen müsst. Unter Installed Applications finde ich nun mein installiertes SubNZBD. Ich klicke hier einmal auf Go to Application. Was ich jetzt schon als erstes sehe, schauen wir mal hier oben, ich bekomme hier so eine wunderschöne URL von DD Seedbox. Und hinten bekomme ich einen ganz komischen Port. Beides ist ziemlich praktisch, denn sobald ich eine URL bekomme, kann ich theoretisch auch eine SSL-Verschlüsselung mit einem vernünftigen Zertifikat bekommen. Das ist hier vollautomatisch schon passiert. Ich muss mich um nichts kümmern. Wenn ich hier draufklicke, sehe ich, dass ich schon ein SSL-Zertifikat habe. Das wäre für diese eine Instanz relativ kompliziert selber zu machen. Ich bräuchte also einen Virtual Private Server zum Beispiel, müsste mir dann mit Let's Encrypt die Zertifikate holen und das Ganze dann extra für SubNZBD konfigurieren. Hier ist das schon erledigt und die Transportverschlüsselung, also SSL, ist hier schon aktiv. Das heißt, alles, was ich jetzt von meinem PC bis zum Server übertrage, sollte durch diese SSL-Verschlüsselung abgesichert sein. Das heißt, Benutzername und Passwörter oder NZBs, die ich dorthin schicke, werden durch diesen SSL-Tunnel einfach geleitet. Wir haben jetzt genau die gleiche Oberfläche auch wie vorhin bei der Konfiguration im Netzwerk und natürlich auch der Konfiguration lokal auf dem PC. Wir müssen hier immer so ein Wizard durchklicken. Hier gebe ich mal wieder irgendeinen Quatsch ein. Wichtig ist aber hier, SSL zu aktivieren. Das ist jetzt aber nur die Verbindung von der SubNZBD-Instanz zum Usenet-Provider. Wenn ich zum Beispiel News Hosting habe, der ist ja hier rechts schon als Werbung eingeblendet, dann ist das die Verbindung der SubNZBD-Instanz zu News Hosting. Also nicht von meinem PC aus direkt dorthin, sondern eben von meiner Seedbox zu diesem Anbieter. Und von der Seedbox zu mir lokal ist dann wieder auch über SSL abgesichert. Das heißt, ich habe ja so eine ganze Kette mit zwei SSL-Verbindungen zwischendrin. Sollte man aktivieren, bietet eigentlich auch jeder Anbieter an. Wenn es deine nicht anbietet, dann Anbieter wechseln. Genau, ich prüfe das jetzt gar nicht. Das ist natürlich Quatsch, was ich hier eingegeben habe. Ist jetzt für unsere Sicherheit aber auch nicht so relevant. Was ich jetzt hier sehe, ist ein bisschen Quatsch. Warum auch immer das jetzt so angezeigt wird, diese Links sind falsch. Also ich muss hier oben gucken, wie der Link richtig heißt. Und da habe ich einen ganz anderen Port. Deshalb gehe ich da mal zurück. Und jetzt bin ich auf meiner Oberfläche von meiner Seedbox. Immer noch SSL verschlüsselt, alles top. Auch dass der Port nicht der 8080 ist, ist natürlich für Angreifer erstmal blöd. Müssen die erstmal den Port suchen. So, auch hier gehe ich wieder in die Einstellungen und wir schauen uns das Ganze mal an. Was du vielleicht schon gemerkt hast, ist, dass ich jetzt zugreifen konnte ohne ein Passwort. Das ändern wir jetzt natürlich. Hier haben wir natürlich auch die 000. Hier haben wir natürlich jetzt auch viermal die 0. Klar, wir greifen ja von außen zu. Ein SubNZBD-Port, der stimmt nicht. Entweder ist da so eine Art Nutting oder Umleitung nochmal zwischendrin. Das sollten wir aber jetzt nicht anfassen. Das ist ja hier oben alles schon korrekt so. Finger weg von diesem Bereich jetzt. Auch HTTPS braucht man hier nicht aktivieren, weil es eben schon aktiv ist. Das täuscht hier ein bisschen die Einstellungen. Das hätte vielleicht DD Seedbox auch ein bisschen schöner machen können. Aber einfach ignorieren. Wir sehen hier oben, HTTPS ist aktiv. Da müssen wir jetzt hier nichts mehr machen. Den SubNZBD-Benutzernamen sollten wir aber hier auf jeden Fall setzen. Und du nimmst natürlich ein sichereres Passwort als ich. Ich nehme das ja nur zum Demonstrieren. Du hast natürlich einen Passwortmanager und der generiert dir das. Warum betone ich das die ganze Zeit? Ja, das habe ich mir nicht ausgedacht. Da muss ich mal auf die Anleitung gehen von DD Seedbox. Hier gibt es einen Wiki-Eintrag von DD Seedbox. Bitte schau dir den an und geh auch diese Konfiguration durch. Wir schauen uns jetzt ja hier nur die Sicherheitsaspekte an. Deshalb hier unten Security Recommendation.
Hier steht auch nochmal, SubNZBD speichert die Passwörter im Klartext. Da hat Daddy Seedbox recht, wenn deren Server angegriffen werden und diese Konfigurationsdatei kommt abhanden, dann steht im Klartext das Passwort da drin. Wenn du dieses Passwort jetzt auch noch woanders verwendet hast, dann wird es für dich ziemlich schwierig. Wenn das zum Beispiel dein Login für deine Mails ist, dann wünsche ich viel Spaß, falls es einen Angriff auf Daddy Seedbox gab. Es muss nicht mal einen Angriff geben, der Admin kann natürlich da auch reingucken, keine Frage. Also hier irgendwas Generiertes benutzen. So, ich speichere das Ganze ab, dann wird SubNZBD einmal neu gestartet, erst dann wird auch dieser Passwortschutz aktiv. Das ist übrigens das Erste, was man nach der Installation von SubNZBD auf dieser Kiste machen sollte. Sonst reicht es, wenn man den Link hat und jeder könnte auf diese Instanz zugreifen. Was ist jetzt aus Sicherheitsperspektive noch interessant? Wenn es jetzt einen Angriff auf Daddy Seedbox gibt, dann ist der begrenzt auf Daddy Seedbox und nicht auf mein Heimnetz. Also mein Heimnetz hat jetzt erstmal damit nichts zu tun. Wenn ich die Dateien runterladen will, also das wird ja erstmal jetzt auf Daddy Seedbox geladen, was ich hier runterlade, dann muss ich die entweder über ein Webinterface, über eine Synchronisationssoftware oder über ein Protokoll wie FTP auf meinen lokalen PC übertragen. Wenn ich dort aber Urlaubsvideos herunterlade, muss ich das im Zweifel gar nicht, sondern kann die direkt streamen, zum Beispiel über Kodi. Der kann ja auch FTP verstehen und ich kann eigentlich alles hier liegen lassen und hole mir dann nur direkt die Videos ab. Wenn dort dann jemand angreift, naja, dann ist der Schaden halt einfach begrenzt. Ich werde auch nochmal ein Video zu Daddy Seedbox selbst machen. Wir haben jetzt heute uns ja nur auf die Security-Aspekte konzentriert. Wenn du noch ein paar andere Ideen hast oder Anregungen, dann schreib die bitte in die Kommentare. Alle anderen rufe ich auch dazu auf, mal einen Blick in die Kommentare zu werfen. Ich habe eine sehr kompetente Community, die bestimmt noch den ein oder anderen Hinweis in den Kommentaren hat. Ansonsten danke ich dir fürs Zuschauen und über das Thema Usenet habe ich hier noch ein paar andere Videos in der Outcard.